Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Und ja, ich bin gerade dabei, meine Woche so ein bisschen zu planen. Und da kam mir so das Thema auf, dass unser Körper ja schon so ein kleines Wunder ist, denn er ist dazu gemacht, um sich selber zu heilen. Und was ich immer schade finde dabei, ist, dass man sich schon kaum traut, so dieses Wort heilen zu benutzen, weil ja das vielleicht, also es gibt ja diese gewissen Vorschriften und alles, dass man das nicht einfach so sagen darf. Und die Leute sind immer damit sehr vorsichtig mit diesem Begriff heilen, obwohl es einfach ist, wie es ist. Denn beispielsweise, wenn du dich verletzt und eine Wunde hast, zum Beispiel, du hast dir den Finger geschnitten und dann ist das ja nicht so, dass du jetzt für immer diese Wunde hast, sondern der Körper ist in der Lage, diese Wunde selber zu heilen. Und bei so offensichtlichen Verletzungen wie einem Armbruch oder einer Schnittwunde oder Schürfwunde, können wir das auch ganz offensichtlich verfolgen, dass unser Körper in der Lage ist, sich selber zu heilen. Jedoch, wenn es beispielsweise um das Thema Bandscheibenvorfall ist, wird direkt gesagt, nee, du bist jetzt für immer ein Rückenpatient und du musst jetzt für immer aufpassen und für immer mit diesem Bandscheibenvorfall leben und du darfst jetzt nur noch 3 Kilo heben und nach dem Motto, dein ganzes Leben ist jetzt irgendwie vorbei. Und das ist eine Sache, wo ich sage, ja, unser Körper ist dazu gemacht, sich selber zu heilen. Er kann eine Schürfwunde heilen, aber er ist auch in der Lage, deinen Rücken wieder in Ordnung zu bringen. Und warum ich das weiß, ist, weil ich selber ja auch schon einen Bandscheibenvorfall hatte, 2 sogar. Und ja, beim ersten Mal war es für mich so, oh Gott, und weil man hat ja auch immer so viel gehört und Bandscheibenvorfall, für manche Leute ist das Leben irgendwie da schon komplett vorbei, gefühlt zumindest. Und ja, ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe auch gedacht, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und im ersten Moment war ich auch erstmal so, boah, alles doof und keine Ahnung. Aber im zweiten Moment war für mich auch klar, dass ich auf gar keinen Fall für immer jetzt ein Rückenpatient sein werde und dass mein Körper das wieder hinbekommt. Und wir haben das Glück, dass wir mit Original Strength arbeiten, einem Bewegungswiederherstellungssystem aus den USA. Und wurde von Tim Anderson gegründet. Tim Anderson ist einfach einer der großartigsten Menschen überhaupt und Trainer und wirklich einer unserer großen Vorbilder. Und wir hatten tatsächlich, genau das war im September 2017 oder so das Ganze. Und ich stand auch wirklich so 8 Wochen vor einer wichtigen Zertifizierung mit ebenfalls einem der Top-Coaches, Dan John, wo ich auch schon alles, wo alles bezahlt war. Und ich habe gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass ich wegen Bandscheibenvorfall da nicht teilnehmen darf oder kann oder wie auch immer. Und ich weiß aber, dass mit diesem Original Strength Trainingssystem eine Menge möglich ist in unserem Körper. Denn wir setzen einfach ganz bestimmte Reize an unser Nervensystem, wie wir das eigentlich mit allem, was wir tun im Krafttraining, egal ob wir jetzt ein Gewicht bewegen oder irgendwas anderes im Alltag machen, wir setzen ja immer einen gewissen Reiz an unser Nervensystem damit. Und also das heißt, die Informationen gehen ein, es wird verarbeitet und es kommt wieder ein Output raus. Am Ende die Bewegung eben, die wir ausführen. Schönen guten Morgen, Michael übrigens. Hallo, schön, dass du zuschaust. Und ja, und ich weiß einfach, dass das mit den Original Strength Resets richtig gut funktionieren kann. Aber Tim Anderson ist, wie gesagt, einer meiner Top-Coaches, wo ich auch sage, da habe ich 100% Vertrauen. Und ich bin tatsächlich auch damals zu ihm gegangen und habe gesagt, hey Tim, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe in 8 Wochen meine Zertifizierung, bekommen wir das wieder hin? Und er hat gesagt, ja, bekommen wir hin. Und allein das, dass er mir gesagt hat, das geht, hat in mir auch so dieses, ja, auch einfach Vertrauen. Für mich war ganz klar, dass das funktionieren wird. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nicht weiter wahnsinnig gemacht, sondern ich habe einen Trainingsplan bekommen, den durchgezogen und 8 Wochen später
stand ich auf meiner Zertifizierung mit meinen 2 16er Kettlebells, diese Kugelteile, die du da auch im Hintergrund siehst, und habe meine Zertifizierung gerockt. Und das ist eben das, mit Bewegung können wir unseren Körper wieder heilen, indem wir unserem Körper wieder gewisse Reize setzen, sodass unser Körper weiß, hey, diese Bewegung ist sicher für mich. Denn beispielsweise sagen wir immer, trainiere niemals in den Schmerz hinein. Denn Schmerz ist ein Signal einfach von unserem Körper. Und wenn du jetzt in den Schmerz reintrainierst, wenn du irgendwas machst, was dir nicht gut tut in dem Moment und dein Körper zeigt dir das, dann hör auf deinen Körper. Denn Schmerz bedeutet, der Körper verspannt erstmal die Muskulatur um die schmerzhafte Stelle. Was auch gut ist, das ist eine Schutzreaktion vom Körper. Wenn du dann aber allerdings weitermachst und weiter in den Schmerz hineintrainierst, muss der Körper ja diese Bewegung irgendwie durch andere, ja, durch die andere Muskulatur ausgleichen. Wenn du jedoch dann ständig nur mit der ausgleichenden Muskulatur arbeitest, weil diese Schmerzstelle, weil die Muskulatur dort verkrampft ist, um die verletzte Stelle eventuell zu schützen, dann ist es so, dass du auf Dauer eben Disbalancen entwickelst und wir dann hinterher daran arbeiten müssen, diese Ausgleichsbewegung wieder rauszubekommen. Deswegen sage ich immer, wenn irgendwas wehtut, dann sofort aufhören. Dann müssen wir entweder einen Schritt zurücktreten und stattdessen eine andere Bewegung für dich finden oder eben eine regressierte Bewegung, um deinem Nervensystem einfach den optimalen Reiz zu setzen, den es genau jetzt braucht, um wieder dem Körper zu vermitteln, hey, das ist sicher, was ich gerade mache. Du bist in der Lage, das zu tun, und das zeige ich eben meinem Körper dadurch. Und deswegen weiß ich auch ganz genau, dass unser Körper in der Lage ist, sich selber zu heilen. Und wir müssen nur schauen, dass wir immer in richtig dosiertem Maße die richtigen Nervenreize oder die richtigen Reize an unser Nervensystem senden, wodurch unser Körper immer mehr, immer mehr, immer mehr kann. Ich weiß zum Beispiel bei meinem Bandscheibenvorfall damals war es so, dass ich einige Bewegungen noch nicht ausführen konnte. Ich konnte mich beispielsweise nicht von so über meinem Rücken auf die Seite rollen. Das ging noch nicht. Aber stattdessen, das war so eine, ich weiß nicht, ob du die Bewegung kennst, den Turkish Get Up bedeutet, ich nehme meine Kugel, lege mich auf den Boden und stehe dann auf in die stehende Position und lege mich dann wieder hin. Stattdessen bin ich dann hergegangen und habe einfach die Bewegung gesplittet und sie eben nur halb ausgeführt. Ich habe im Stehen gestartet, bin runtergegangen, soweit es für mich möglich war, und bin dann wieder hoch. Und von Woche zu Woche wurde dann bei mir aber immer mehr möglich. Das heißt, irgendwann konnte ich diese Drehbewegung auch wieder machen, weil mein Körper wusste, hey, ich bin dazu in der Lage. Und und das Gleiche habe ich auch bei Christian festgestellt, der ebenfalls vor kurzem einen Bandscheibenvorfall hatte. Und er hat keinen einzigen Tag sein Training ausgelassen wegen des Bandscheibenvorfalls. Keinen einzigen Tag, und Christian trainiert 7 Tage die Woche. Natürlich in verschiedenen Intensitäten, manchmal sind auch Regenerationseinheiten dabei, klar. Aber jeden einzelnen Tag hat er weiter trainiert. Und sein Vorteil war natürlich, er wusste exakt von mir, dass das jetzt kein Drama ist. Und er wusste, okay, er hatte mich auch an seiner Seite, wo ich ihm ebenfalls auch mitgeben konnte, hey, mach das so und so und dann ist alles gut. Und konnte ihm auch eben direkt weitergeben, was er jetzt tun kann, um eben nicht sein Training ausfallen lassen zu müssen. Denn wir können, auch wenn wir verletzt sind, einen Bandscheibenvorfall haben, immer noch so unglaublich viel, viel machen. Und wo wir uns einfach gar nicht bewusst sind und wo man einfach immer wieder ausprobieren muss. Und und am Ende ist es eben so, weil wir müssen natürlich Geduld haben. Es geht nicht alles so wie vorher. Natürlich kann ich vielleicht nicht genau die Gewichte bewegen. Ich muss vielleicht auf andere Übungen rüber switchen. Aber am Ende ist es nun mal so, der Körper lernt auch nach und nach, wenn ich ihm wirklich die Zeit gebe, wieder stärker aus der Situation hervorzugehen, als er war. Und genauso war es bei mir auch. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh eigentlich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Denn dadurch habe ich auch ein,
ja, gewisses System entwickelt, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Und dadurch ist es tatsächlich auch entstanden, dass ich in beispielsweise meinem Personal Training mit Leuten arbeite, die einen Bandscheibenvorfall hatte. Und die Leute kommen genauso zu mir und sagen, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, Tanja, aber ich weiß, du hast es irgendwie hinbekommen. Und ich freue mich einfach immer wieder, dass ich den Menschen nicht nur irgendwelche Übungen zeige, sondern eben auch wieder ja die Hoffnung gebe und dieses Selbstvertrauen in den eigenen Körper und die Belastbarkeit des eigenen Körpers, dass sie das eben wieder hinbekommen. Denn ich zeige ihnen eben genauso auf, dass unser Körper dazu gemacht ist, sich selber zu heilen. Und das ist eben das Schöne, wenn wir dann anfangen und nach einfach diese Fortschritte sehen und sie dann sehen, was allein möglich ist an Übungen, die sie schmerzfrei ausführen können. Und das ist einfach für mich auch einfach schön, diese Veränderung nicht nur körperlich zu sehen, sondern den Menschen die Hoffnung zurückzugeben, wieder ein ja, aktives Leben zu leben, voller Lebensqualität, ohne sich damit abzufinden, immer Rückenpatient zu sein. Und ja, deswegen, das ist so meine Aufgabe und das wollte ich dir eben heute mitgeben, dass es nicht notwendig ist, dass du, wenn du jetzt, egal ob es ein Bandscheibenvorfall ist oder eine andere Verletzung, mit der du dich vielleicht gerade herumschlägst, es ist nicht das Ende der Welt, sondern dein Körper ist durchaus in der Lage, das wieder zu heilen. Aber du musst ihm erstens Zeit geben, das heißt, sei geduldig. Du musst ja für dich realisieren und wahrnehmen, dass du jetzt gerade nicht so weitermachen kannst wie vorher und das auch nicht erzwingen kannst, sondern du musst einfach schauen, was geht. Das ist so ein bisschen Trial and Error. Also auf jeden Fall alles tun, was du schmerzfrei ausführen kannst. Und drittens, du musst daran glauben. Denn wenn du dich selber aufgibst und dieses ja, von den anderen aufnimmst, weil sie dir gesagt haben, du bist jetzt ein Rückenpatient und du das so für dich annimmst und auch weiterlebst, dann wirst du das nämlich auch für immer sein. Aber wenn du so wie ich bist, die sagt, nein, damit finde ich mich nicht ab, dafür bin ich absolut nicht verfügbar, dann bekommst du das auch wieder hin. Und ich habe es jetzt nicht nur bei mir selber erlebt, ich habe es bei Christian erlebt und ich habe es auch bei ganz vielen Kunden mittlerweile erlebt, sowohl in unserem Kleingruppentraining als auch in meinem 1:1-Training, dass die Menschen dazu in der Lage sind. Und ich muss immer an einen 1:1-Kunden von mir denken, der kam wirklich frisch nach OP und Reha zu mir und wollte auch was mit Kettlebells machen, die Dinger da hinter mir. Und er war aber am Anfang nicht in der Lage oder hatte wirklich totale Panik, selbst so eine 4-Kilo-Kugel zu heben. Und ich zeige dir mal kurz. Das ist eine 4-Kilo-Kugel. Die ist wirklich ziemlich klein und süß. Und ich hatte die vorhin hingestellt und habe mich angeguckt und gesagt, Tanja, wie soll ich das jetzt aufheben oder kann ich das überhaupt aufheben? Und das war erstmal für mich total erschreckend, weil ich mir gedacht habe, okay, bei 4 Kilo passiert jetzt nichts. Egal, ob du sogar mit runden Rücken diese 4-Kilo-Kugeln jetzt aufheben würdest, dein Körper ist dazu in der Lage und belastbar genug, um das zu handeln. Und deswegen ist es ja auch nicht nur mein Job, da zu sagen, okay, ich zeige dir jetzt die korrekte Ausführung einer Übung, sondern ich bin auch dafür da, um den Menschen einfach die Angst zu nehmen und zu sagen, hey, klar kannst du das und vertrau einfach. Und ja, und jetzt ist die Person, die am Anfang wirklich Angst hatte, diese 4-Kilo-Kugel zu heben, hat sich jetzt für zu Hause eine 22er-Kugel fürs Training bestellt. Und als er mir das erzählt hatte, da war für mich einfach so geil, so krass, wie wir angefangen haben. Und jetzt bestellst du dir für dein Training eine 22er-Kugel und willst auf einmal Kettlebell-Swings lernen. Und Kettlebell-Swings, das sind diese ballistischen Übungen, wo die Kugel nach hinten, nach vorne geschwungen wird, wo ich sage, damit würde ich niemals anfangen. Jetzt natürlich mit jemandem, der vielleicht gerade akut verletzt ist, aber irgendwann ist das natürlich wieder möglich. Und bei einer Person, die so eine Angst hatte, überhaupt so eine kleine Kugel aufzuheben vom Boden, so eine fortgeschrittene Übung wieder
erlernen zu wollen und wirklich Spaß daran zu haben, sich zu bewegen, sich zu fordern, seine Muskulatur zu spüren, das ist wirklich ja, richtig geil. Und so, das liebe ich dann einfach, wenn ich das an die, ja, an meine Kunden, an dich, an euch, an weitergeben kann. Und ja, deswegen bin ich zumindest froh. Ich meine, unser Studio, ich sitze hier völlig in diesem leeren Studio, ist aktuell geschlossen. Was ich jedoch begrüße, ist, dass ich aktuell zumindest mein 1:1 Training mobil oder outdoor ausführen darf. Das heißt natürlich unter gewissen Voraussetzungen mit Maske, Sicherheitsabstand. Aber es ist zumindest schön, dass ich in irgendeiner Weise mit meinen, ja, Leuten arbeiten darf und kann. Weil ich muss sagen, tatsächlich, Online-Kurse sind cool, aber es ersetzt für mich niemals dieses 1:1 Training, diese ja, Gefühle, Emotionen, die einfach da auch noch weitergegeben werden. Und ich liebe das einfach da auch, ja, persönlich miteinander zu arbeiten. Und ja, zumindest ist es teils aktuell möglich. Das ist schon mal ganz cool. Und ja, deswegen, ich hoffe, dass ich dir jetzt zumindest so einen leichten Kick geben konnte, dass, ja, auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass alles wieder gut wird, egal ob du verletzt bist oder nicht. Und ja, wenn du sonst noch Fragen zu dem Thema hast oder vielleicht selber gerade haderst und nicht weiter weißt oder vielleicht dir, du sagst, ja cool, ich glaube jetzt an mich, dass ich das wieder hinbekomme, aber ich weiß nicht wie, dann melde dich einfach gerne, schreib uns eine Nachricht und ja, dann bekommen wir es schon wieder hin, bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, aktuell mobil oder online ist das irgendwie möglich oder outdoor. Ja, da auf jeden Fall, Wege gibt es immer und ja, verliere dein Vertrauen nicht in dich, denn dein Körper kann so viel mehr, der ist ein Wunderwerk tatsächlich und vertraue einfach darauf. Ja, das war von mir meine Lektion an dich am Sonntag und ich werde jetzt weiter noch ein paar Videos vorbereiten und ja, meine neue Woche planen, meine, ja, Kettlebells in Kofferraum räumen für die Kunden, ein paar Powerbands, alles was man so hat und dann geht's los. Hab einen wunderbaren Sonntag und bis dann.